So, hallo zusammen, ihr seht es wieder, Barbossa alias Moritz, kann es einfach nicht sein lassen. Ich wollte eigentlich nur gerade ganz entspannt meine Rette-die-Welt-Aufgaben machen, aber inzwischen gehe ich doch lieber erst in den normalen Battle-Royale-Modus rein, einfach um zu gucken, falls doch ein Geschenk kommt. Hört sich jetzt blöd an, aber das Problem ist, wenn ich in Rette-die-Welt bin, wird mir das Ganze nämlich nicht angezeigt und ist einfach im Spind drin. Und dann gehe ich in den Spind rein, gucke, oh. Und dann fehlt so ein bisschen der Überraschungseffekt. Aber Moritz, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich hoffe nur nicht, dass es das ist, was ich denke. Wenn es ein Skin ist, dann sage ich wirklich, du bist bescheuert. Aber ich kann trotzdem immer wieder nur Danke sagen für den ganzen Support, der in letzter Zeit von euch allen so kommt. Auch in die Kommentare, das Like-Verhältnis. Also ich merke schon, ihr seid recht zufrieden, sage ich mal so. So, dann würde ich sagen, quatschen wir auch nicht so viel. Denkt dran, lasst ihm gerne auch ein Abo da. Kanal ist in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze mal in 3, 2, 1. Lol. Jona auch noch. Also, dann muss ich den Jona auch noch eintragen. Kriegen wir also zwei Geschenke. Also in dem Sinne öffnen wir das dann jetzt auch noch in 3. 2, 1. Ah, einmal die T-Pose. Oh Gott. Jetzt habt ihr zwei mein Fortnite kaputt gemacht. Ah, ihr seht das Blinken. Das ist nämlich dann, wenn Fortnite sich aufhängt wegen den Geschenken. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber auf jeden Fall danke an euch beide. Ich habe gesehen, einmal T-Pose. Die ist von Jona. Und einmal das. Oh, wie heißt das Emote? Ich habe es selber heute Morgen noch hochgeladen. Ich gucke jetzt schnell nach. Ist zwar jetzt unfair, aber mir fällt es gerade nicht ein. Das ist aber schon lange nicht mehr da gewesen. Kellenkunst. Also, auf jeden Fall vielen Dank an euch zwei. Ich kann dann jetzt Fortnite erstmal wieder neu starten. Grüße gehen raus. Und Jona, versuch mir irgendwie weiß zu machen, was dein YouTube-Kanal ist. Wird mir halt wirklich weiterhelfen. Und in dem Sinne, also schreib es mir einfach in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.